Moin Leute, willkommen hier bei Tuluba Shugung 2. Jetzt haben wir nur noch zwei Provinzen. Geht irgendwie in die falsche Richtung. Es wird immer weniger. Wurde mein Daimyo gerade angegriffen, kann das sein? Nein, geh doch in die Festung! Ja, okay, gut, dann stelle ich halt hinter die Festung. Solange er mich jetzt nicht verfolgt, ist okay. Alter. Also ich glaube, es wird dazu kommen, dass ich meine Hauptstadt ändern muss. Und das wird dann Lida sein wahrscheinlich, weil... Oh, naja, gut, solange ich den Kollegen hier noch machen kann, ne? Missed Opportunity, Arsenal. Was? Egal. Gut. Aber wir leben noch, das ist doch schön. Das gefällt mir. So. Ich glaube, ich werde jetzt echt einfach richtig krass Geld sparen. Für mich? Aber es wäre natürlich nötig gewesen. Also, das war sehr freundlich. Ich habe keine Nahrungsprobleme mehr. Oh, ist das schön. So, was hat er jetzt hier gemacht mit meiner Stadt? Ist jetzt hier übelst Stress mit Hitokiri-Kacke. Shinto-Buddhismus nur nach oben. Das ist gut. So, zisch ab mit deinem Kackglauben. Niemand will dich. Dem blöden, komischen Yodo-Shinju-Kram da. Okay. Ich noch mehr Geld jetzt, aber das ist gar nicht mal so das Wichtigste tatsächlich. Okay, das Allerwichtigste ist natürlich erstmal noch zu leben, ne? Das ist auf jeden Fall das Beste, was man haben kann. Zu leben ist halt schon geil. Sollen wir uns einen Mitzug holen? Ich würde sowieso direkt sterben, aber ich muss irgendwie mal auch mit seinem, mit meinen... Ich muss auch richtig viele Agenten haben, aber irgendwie sterben die halt mal so schnell. Was ist mit denen hier? Die haben beide nur eine Pro... Ich würde die so gerne klatschen, aber ich habe das Gefühl, dass da irgendwo noch Armeen von ihnen rumgammeln. Kannst du mal gucken, mein Freund? Der kann doch Einheiten aufdecken, ne? Nein, das sollst du nicht sortieren. Nicht, dass du dahin gehst. Okay, never mind. Geh einfach dran. Du kannst nicht durch den komischen... durch die Farm durchgehen, indem du dich einfach kurz verkleidest als Farmer und eben so, ja, hallo, ich bin hier nur mal eben... Oder ein Händler von mir aus. Mir scheißegal. Mach da durchgehen und dann sagen, yo, ich muss mal eben... da lang. Tschüss. Was, Papiere? Ich habe keine Papiere. Man braucht Papiere? Ja, komm jetzt auch. Was passiert wahrscheinlich nicht. Ja, komm, hauen wir mal den hier noch raus und dann... Gucken wir mal, dass wir möglichst, also ich glaube, wir werden nicht sterben. Dadurch, na, dazu sind meine Festungen zu krass schon. Ich glaube, ich werde auch, ach verdammt, weil das Teil brennt, kann ich gar nicht hier das mit Minusgeld, also kann ich das gar nicht mit, weniger Geld aufbauen, verdammt. Wie lange dauert das, bis das Teil ganz oben ist? 6 Runden. Das ist echt lang. Ja, ich muss erstmal überleben. Ich glaube, die Festungen sind gut, so wie sie sind. Ganz ehrlich, so schlimm ist das jetzt nicht, wenn ich sie nicht aufwerte. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich wirklich die beiden hier aus meiner Flanke rausbekomme. Wir haben sehr wenig im Vergleich zu ihm. Ja, wir haben eine gewisse Sache, die er nicht hat. Oh. Ja, wir haben unsere Tore offen, genau. Ja, wir wollen die einladen, aber... Hm.
Dass der auch so weit laufen kann, direkt zu mir, das ist auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Aber es ist mir lieber... Nee, es bin nicht lieber. Ich hätte es lieber besser gefunden, wenn er meine andere Stadt da angegriffen hätte, meine Liederstadt da. Da hätte ich ihn auf jeden Fall aber auch vernichtet wahrscheinlich, deswegen... Ich habe 1900 Einheiten auf dieser Map, auf dieser Karte. Muss mal eben gucken gleich, was ich für Einheiten genau habe, damit ich gucken kann, ob ich jetzt, wie ich das mache mit dem Verteidigen. Okay, ich habe Bogenschützen 5 Stück, sehe ich das richtig? Ja. Nahkämpfer habe ich auch 5 Stück. Noch eine kleinere Einheit Nahkämpfer, also 6 Stück insgesamt, aber die Teile sind eh so... Und schwach sind die nicht, ne? Ne, die sind echt stark, aber... Ich denke, eher so von Standard-Einheiten gehe ich aus. Das heißt auf jeden Fall... Also die Sache, die man beim Verteidigen machen muss, eigentlich finde ich immer, ist so halt möglichst viele Reserven haben. Ne? Möglichst viele Einheiten in Reserve haben, denn du musst halt verteidigen. Dementsprechend würde ich gucken, dass ich irgendwie mache, wo ich möglichst wenig Leute, deren Anzeit in Kampf haben muss. Möglichst viel auf Reserve zu haben, damit ich nicht sofort aufs Maul bekomme. Machen das hier als Anfangsangriff. Denn die Bogenschützen, muss ich sagen, sind sehr nutzlos dann am Ende, wenn wir hier oben sind. Also die Nahkämpfer eher das Ding, was wichtig ist. Die haben hier nichts gebracht. Ich bin ehrlich, ich überlege, ich muss irgendwas muss ich da machen, damit ich flankieren kann, Idols. Aber ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist echt einfach. Irgendwie das verteidigen. Und dann, wenn die hier das vielleicht angreifen. Ah, verdammt, die Tore sind offen. Dann machen wir es halt so. Ich habe die Bots eh nie wirklich da durchlaufen sehen, wenn dieses Tor offen ist, aber... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Deswegen machen wir es trotzdem so. Hm.
okay, ist gut. Alles klar, und dann ist der Plan eigentlich, ich hoffe, das funktioniert, dass die hier angreifen und die von hinten dann kommen und die vielleicht einfach so verteidigen. Ja, mal schauen. Warum bewegen die Spacken sich? Ich habe das ganz anders aufgestellt und jetzt fuckt nämlich jetzt irgendwie ab damit, dass es so dumm ist, ey. Aber wo sind die anderen Einheiten? Oh. Ja gut. Für ein komischer Kram hier, ey. Was macht ihr denn hier? Was? Halt, stopp, nein, nein, lauf erstmal hoch. Entspann dich, nicht buggen. Lauf erstmal hoch. Bitte nicht da hängen bleiben und jetzt nicht töten lassen, danke. Lauf nach oben. Nein, da hinten wird jetzt niemand geblockt. Du wirst jetzt nicht aufhören, nach hoch zu gehen. Du wirst dich jetzt nicht abhalten davon. Ihr bleibt jetzt schön stehen. Und ihr lauft jetzt hier hoch, Idioten. Danke. War doch nicht so schwer, oder? Ich hab da alles funktioniert. Da kein Problem. Oh, wow. Sag mal, was ist dann so schwer? Verpisst euch da endlich mal da weg, ey. Warum auch immer die jetzt von hier links kommen, das ist ja wieder richtig ätzend. Sollte eure fetten Ärsche bewegen, macht hin. Keinen Bock, die ganze Zeit jetzt so einen scheiß Bogeneinheit hier in meiner Flanke zu haben. Das war richtig ätzend. Nee, 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 nee. Ihr wird richtig breaken. Ihr werdet jetzt hier nicht nochmal fliehen und dann wieder kommen, ihr Arschgeigen. Okay, die fliehen komplett. Huh.
Wo willst du hin, du Vollidiot? Verpiss dich da wieder rein, Junge! Eine Bogeneinheit, wo kommt die denn her? Was machst du da? Was verstreut? Was? Wo bist du überall, wo du nicht hingehörst? Verzisch dich nach da hinten! Ist das auch wieder ein Bogenschütze? Natürlich ist das auch wieder ein Bogenschütze. Was machst du? Bleibst da, Pappnase. Ach, das ist anstrengend. Fällt mir ein, die sind ja. Das geht ja auch so, ne? Deswegen mache ich das immer so. Bin nicht irgendwie wohl damit. Oh, es regnet. Das sind auch die Ronin-Bogenschützen, ne? Die müssen echt mal sterben. Die sind echt stark. Ach, ich erinnere mich an den Film immer Ronin. Der ist echt gut. Das ist natürlich auch eine Bogenheit, super. Ja, Plan hat nicht wirklich funktioniert tatsächlich, schade. Danke. So, ey, diese Ronin-Bogenschützen sind, wow, ätzend. Richtig ätzend. Our entire unit has perished, to my lord. Ja. Ja. Lauf da durch und komm von hinten. Yeah. Ach, jetzt kommen wir nochmal wieder von den. Ich kann es kotzen, ne? Wenn. Kommt hin auf einmal her? Ihr sollt rennen.
Oh. Nein, ihr sollt nicht dahin, ihr Deppen. Okay, sie fliehen alle. Flieht, ihr Narren, flieht! Das sind diese... Das sind diese... Oh. One of our units has used all its ammunition, my lord. Was sind diese Einheiten? Diese Mönchbogenschützen, ey, krass. Na, was hat der alles für krasse Einheiten gehabt? Das ist ja krank. Heilige. Erstmal einen Schluck, ey. Alter. Das ist schon interessant, was er da alles für einen Kram hatte. Ach ja, ach, Stufe 8. Ach, Mensch. Was ist ja. Was soll. Ey, wir haben ihn richtig gut reingedrückt an ein. Also, echt. Das war echt guter Kampf, dass wir das geholt haben. Das ist cool. Ja, verzisch dich bloß, Mann. Komm nicht wieder. Ich hab Angst. Lass mich in Ruhe. Wieder Pisser. Ey. So, wir haben wieder drei. Wir haben wieder drei. Ja, wir haben wieder drei Provinzen. Ah. Oh mein Gott, riecht ihr das? Ich weiß. Es riecht nach Hoffnung. Hm. Könnte auch an der Landluft liegen, dass es Landluft liegen, dass es hier nach ein bisschen Kuhkacke riecht, aber das ist ja nicht schlimm. Omirio! So, der wird er sich eh nicht halten können. Der hat immer noch eine von diesen krassen die sind echt... Alter, Präzision 61, die sind echt stark. Ronin sind eh so einer, die echt, echt nice sind, muss man sagen, also... Gut ab. Unterstützung. Ich bin ehrlich, ich würde echt gerne. Ah. Okay, ich kann hier sehen, was er für Armeen hat. Also, wenn er nichts hat an Armeen und ich da mit einer fetten Armee hinkomme, könnte ich das die Festung so einnehmen. Warum hat der so schlechte. Die Leute mögen ihn echt gar nicht, ey. Aber ihn mögen die. Das sind nur kleine Armeen. Ja, ich habe einfach aus Sicherheit da mal was drin getan, weil ich ja nicht wusste, ob da gleich wieder ein Angriff kommt, aber naja. Das gleich fertig, ist gut. Ich überlege, was ich mit dem nächsten Geld mache. Weil eigentlich, ich brauche diese Provinz echt extremst dringend. Deswegen überlege ich, ob ich echt spare darauf, um hier einen Stronghold hinzubauen. Damit ich, ein bisschen sicherer bin. Das Problem dabei ist aber, ich brauche dann noch mehr Essen. Und dafür habe ich auch wiederum kein Geld wirklich, deswegen muss ich eigentlich erst das machen. Und dann das, aber die Sache ist ja, die überlebe ich überhaupt so lange. Deswegen das Einzige, was ich machen kann, ist bei dieser Festung, weil die ist auch echt, echt blöd zu verteidigen, bin ich ehrlich. Ich finde die nicht gut. Ich habe da echt eigentlich nur jetzt die Möglichkeit hier tatsächlich zu hoffen, dass ich das... Ja, oder ich mache einfach so, dass ich... möglichst jetzt mich ausbreite. Das ist, glaube ich, was. Ich darf mich, glaube ich, nicht auf die drei Provinzen hier festlegen.
Ich muss echt dafür sorgen, dass ich hier rauskomme aus diesem Kack da. Ich muss die Festung einnehmen. Ich muss die hier wegbekommen, irgendwie, die beiden. Die sind nämlich extremst nervig. Welche Dingens hat er schon? Ach, der hat schon die Pestau. Okay, das ist gut zu wissen. Da habe ich auf jeden Fall kein Problem mit Nahrung. In 4 Runden wäre es gut, wenn ich die, wenn ich die vernichte, weil ich habe keinen Bock, dass dann Fortriss drin ist. Weil das brauche ich halt nicht. Und die brauchen das natürlich, logischerweise. Das Beste, was ich jetzt auch machen kann, ist wirklich die nächsten kompletten Runden richtig krass Einheiten zu holen. Auf dieser Seite auch vor allen Dingen. Und dann hier nach links rüber gehen. Deswegen mache ich das auch mal so. Und gehe ich mit der, mit dem Daimyo, gehe ich dann hier durch und komme dann hier von hinten und klatsche die weg. Das wäre, glaube ich, echt. Ich glaube, das wäre echt gut. Ja. Nun ja. Ich habe jetzt was gemacht, außer sehen, das speichert ja gar nicht. Ups, ja gut, egal, dann hoffe ich mal, dass ich das beim nächsten Mal nicht vergesse, was ich gemacht habe. Das wäre nicht schlecht. Aber, naja. Mal gucken, wie lange oder wie das jetzt sich noch entwickeln wird, ob wir zwingend sterben. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht mal wirklich. Ich bin mal gespannt, wie ich jetzt hier aus dem Kram rauskomme, aus dieser Situation. Das ist mal ganz interessant. Ja, mal gucken. Ich habe ja deswegen eine Challenge gemacht, ne, weil ich halt wissen wollte, wie es ist gegen Legendär und dann halt so, ne. Deswegen mal gucken, wie es weitergeht. Alles klar. Wie immer, dafür sind wir bis zum nächsten Mal. Ciao.